Bevor ihr euch dem Zeugen stellt, müsst ihr ihm durchschauen. Die ersten Opfer des Zeugen waren einst wie ihr. Sie kämpften ums Überleben, waren voller Hoffnung, bis ihre Hoffnung Wirklichkeit wurde. Sie nannten ihn den Gärtner, den Gott des Lebens. Er führte sie in ein goldenes Zeitalter. Ihr Wohlstand dauerte Äonen an, aber ihr Gott sprach nie zu ihnen. Er bot ihnen Geschenke, aber keine Führung. Obwohl sie im Paradies lebten, sehnten sie sich nach einer höheren Bestimmung. Sie suchten Bedeutung, eine Ausleserin, um den Garten zu gestalten. Ihre Gelehrten entdeckten eine Verbindung zwischen dem Gärtner und einer anderen Entität in den Sternen. Man nannte sie den Schleier. Als sie ihn fanden, wollten sie ihn für sich beanspruchen. Sie wussten bereits viel über das Licht, wie es die Gesetze des Universums beugen und Leben erschaffen konnte. Aber sie erkannten, dass es auch Verfall mit sich bringen kann. Die kosmischen Ereignisse, die es in Gang setzte, konnten ganze Zivilisationen im Nu auslöschen. Grundlos. Darum sahen sie das Licht nicht als Quelle des Reichtums, sondern des entfesselten Chaos. Der Schleier brachte ihnen auch die Dunkelheit nahe. Eine Kraft, die durch Gedanken und Bewusstsein geformt wurde. Und in der Dunkelheit gelang es ihnen, das Chaos der Existenz zu eliminieren, es zu kalzifizieren in eine finale Form. In ewiger Vollkommenheit. Sie brachten den Schleier zurück zum Gärtner, in dem Versuch, ihre Verbindung zu stärken. Um dort die Realität selbst neu zu formen. Der Gärtner ließ das nicht zu. Und so verließ er ihre Welt. Aber sie ließen sich nicht beirren. Sie erkannten die Wahrheit in der Dunkelheit und nutzten ihre bindende Kraft für eine Verschmelzung mit der ersehnten Erlösung. Damit begann das Streben des Zeugen. Er wollte einem sinnlosen Universum einen Sinn geben. Eine Kampagne, die dem Ende naht.